Das russisch-niederdeutsche Sprachbuch von 1607 wurde letztes Jahr zum Weltdokumentenerbe ernannt. Es befindet sich heute in der dänisch-königlichen Bibliothek, einer der größten Bibliotheken der Welt. Der Verfasser ist Tönnies Fenne oder Fonne, der Sohn eines Lübecker Kaufmanns, der auch Teil der Novgorod-Fahrerkompanie war. Er machte seine Ausbildung im heutigen Russland und ist dadurch schon früh mit der Sprache in Berührung gekommen. Dieser Sprachführer gliedert sich in verschiedene Teile. Dies sind zum Beispiel eine Aufzählung von Rätseln und Sprichwörtern, religiösen Texten, aber auch Phrasen zur Kaufmannskommunikation. Außerdem lassen sich rund 1000 russisch-niederdeutsche Phrasen für Handelsbeziehungen finden. Diese Handelsphrasen enthalten auch Sätze, die uns heute außergewöhnlich erscheinen, wie zum Beispiel Dat bär sud ut eise perde piese. Gott heft mi suslang vor quade lude bewahrt und de duvel heft de nuto me gewort. Du bist ein blöde Mann, du dorst nit kopslagen als unter lude, ritt du hento hus und sende die ne fruve her to kopslagen. Es ist schon interessant, dass er sich über solche Dinge Gedanken gemacht hat, oder?